So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Wir haben gestern gestreamt den Hooper Raid Day, Elite Raids. Gleichzeitig an dem Wochenende war auch natürlich die Spezialforschung mit Keldeo, Kalea, mit dem Bier-Adventskalender auf jeden Fall von Kalea, wie ihr immer sagt. Ich habe in den drei Streams die ersten paar Kapitel von der Spezialforschung schon gemacht. Habe das im Stream direkt gezeigt. Ich habe jetzt noch ein Kapitel offen. Ich bin gerade auf der Seite Nummer 5. Wenn wir hier mal reingucken, steht bei Spezialforschung hier auch 5 von 7 etwas Außergewöhnliches. Ich wollte mein Keldeo unbedingt jetzt noch am Wochenende abholen, da es jetzt nur am Wochenende Sanktoklinge erlernen kann. Dafür muss ich erstmal das hier abholen. Kann ich euch gleich mal zeigen, wie ihr hier steht. Ne? Ihr seid der Fisch, ihr hängt hier oben. Immer noch Grüße gehen raus an Genaya, die mir das hier besorgt hat, sagen wir mal. Weshalb ich jetzt einfach überall immer filmen kann, weil ich mich einfach überall festkleben kann. Gutes Thema. Mamolita gefangen, 14.11.15. Wir holen jetzt aber das hier ab. Hier ist nochmal eine Top-Lade-TM drin. Eine Lade-TM, nicht Top, eine normale Lade-TM. Und hier müsste in der Stufe 5 jetzt das Keldeo drin sein. Ich nehme das jetzt gerade am Sonntag auf, das wird wahrscheinlich aber am Dienstag für euch online kommen. Hier ist es auch, Keldeo mit 15,73. Ich habe keine Ahnung, wie gut das ist, wie schlecht das ist. Wir werden das jetzt einfach mal so eintüten. Einfach eine silberne Himbeere drauf. Ja gut, das kann ja nicht fliehen, ihr habt also eigentlich unendlich Versuche. Normal könntet ihr auch einfach eine gelbe nehmen, aber die silberne gibt ja nochmal mehr Bonbons als die gelbe. So. Es kann beim Fangen schon Sangdo-Klinge haben. Wenn es keine Sangdo-Klinge hat, könnt ihr also mit einer TM Sangdo-Klinge bekommen im Event-Zeitraum. Danach müsst ihr eine Top-Sofort-TM nehmen. Das ist für mich hier der Pokédex-Eintrag. Ich weiß nicht, jeder hat sich diese Forschung geholt. Manche wollen auch warten, bis das direkt mal so kommt. Meins hat jetzt Gifthieb und Wasserdüse. Wir bewerten es mal. 2 Sterne. 13, 10, 10 ist auch nicht so cool. Wir versuchen direkt jetzt mal mit einer Lade-TM Sanktoklinge zu bekommen. Hat es jetzt auch hier. Und Gifthieb. Gifthieb mache ich jetzt aber auch mal weg. Jetzt hat es Fußkick und Gifthieb. Ach, Fußkick und Sanktoklinge. Dann können wir die Forschung weiterführen. Ich möchte nämlich die letzten Kapitel auch noch hier zeigen und hier mit reinnehmen. Gewinne in der Go-Kampfliga, fange 15 Pokémon vom Typ Kampf, lande 3 großartige Würfe hintereinander. Dafür nehmen wir jetzt mal hier noch das... Dafür nehmen wir hier das Macholo, was einfach direkt ein Shiny ist. So, 3 großartige. Das war der zweite großartige. Wir brauchen noch einen großartigen. Dann sammle ich ein paar Kampf... Pokis, werdet mal in der GBL zocken und meldet mich dann zurück mit dem letzten, aber einen Wurf brauche ich hier noch drauf. Wir nehmen, wenn das Gungapu nehmen können, wir nehmen natürlich das Makuhita, weil das ist auch Kampf, dann zählt das auch gleich dazu. So, Serie natürlich abgerissen, daneben geworfen, das war nix. Wir melden uns gleich zurück, wenn wir genügend Kampf-Pokémon gefangen haben und wenn wir dann das nächste Kapitel uns angucken. So, ich bin jetzt hier angekommen am Theater. Ich kann euch nochmal die Aufgaben zeigen. Wir sind jetzt hier, haben die 15 Kampf-Pokémon gefangen. Oder 17? 15? Wir haben die 3 Würfe hintereinander gemacht. Eigentlich wollte ich das im Video machen, aber ich habe gedacht, wir machen was anderes im Video. Gewinn in der Go-Kampfliga. Dafür habe ich euch jetzt hier hingehangen an diese Laterne. Das kann ich euch ja mal zeigen. Das seid ihr. Ihr seid ja bei diesem Parkplatzschild, dieses... behinderte Parkplatzschild, das seid ihr jetzt. Ich möchte jetzt aber mal in die Go-Kampf-Liga. Momentan ist hier während des Videos die Superliga aktiv. Ich habe mir da so ein Superliga-Team immer mal gemacht gehabt. 3x S haben das, gehen direkt rein. Suchen mal einen Gegner. In letzter Zeit kamen nämlich gar keine GBL-Videos. Deswegen machen wir das jetzt einfach so. Für die Forschung einen Kampf gewinnen. Gegen Destronmann. Durchfallmann. Destronmann. Ich habe bisher alle Kämpfe in der Superliga gewonnen. Und jetzt kommt er hier mit dem blöden Pixie rein. Es kann doch nicht sein. Ich sehe jetzt schon, das ist der erste Kampf, den ich direkt verlieren werde wahrscheinlich. Aber egal, wir hauen einfach mal weiter drauf. Dürfen sogar zuerst unser Knuddler machen.
In allen Kämpfen, die ich bisher gemacht habe, war kein einziges Mal Pixie dabei. Jetzt kommen die hier an und hauen mir hier das Pixie um die Ecke. So, ich brauche unbedingt dieses Azumarill. Ich werde sonst mit dem Pixie nicht klarkommen. Das Pixie zerstört alles von mir komplett. Also unser Stahl wäre ja noch ganz super, aber bis der mal aufgeladen hat und zum Einsatz kommt, vergehen 1000 Jahre. Wir machen es also alles jetzt hier mit. So, bitteschön. Der hat auch nicht gewechselt. Der bleibt auch einfach drin. Hat jetzt auch beide Schilde weg. Werden wir es überhaupt noch schaffen, irgendwas zu machen? Weil wir sind nämlich auch gleich weg. Er macht nochmal seine Attacke. Na, da kann ich ja auch mein Schild aufheben. Nehme ich mein Schild nicht. Muss jetzt aber trotzdem dann auf Registil. Jetzt wechselt er natürlich raus auf Fiyaro. Fiyaro wäre es natürlich wieder besser. Er hat kein Schild mehr, wenn wir hier Steinhagel nehmen vom Deoxys. Ich lade also meinen Steinhagel voll. Was kann der? Ich weiß es nicht. Ich lasse es einfach mal durch. Das Deoxys ist ja eigentlich gut in der Verteidigung. Nitroladung hat jetzt nicht viel gemacht. Mein Steinhagel müsste doch jetzt voll treffen gegen seinen Feuertyp, gegen seinen Flugtyp. Müsste der Steinhagel das one-hitten, oder? Es ist weg auf jeden Fall. Wir sind mit Deoxys wieder am Start. Er ist natürlich jetzt eigentlich gut gegen uns, kann seine blöden Moves aufladen. Wir machen kurz mal Psy-Schub da drauf. So. Vor allem kenne ich sein drittes Pokémon noch nicht mal. Ein Psy-Schub, es ist weg. Er kommt jetzt rein mit Turtok. Können wir noch einen Psy-Schub machen zum Abschluss? Und dann haben wir noch unser Regi-Stil übrig. Das macht so gut wie nichts. Es ist sogar ein Klon-Turtok, der ist tot. Wir müssen es jetzt nur schaffen, einmal reinzukommen. Fokusstoß. Ah, ich habe sogar noch ein Schild. Ich nehme einfach mein Schild, mache jetzt Fokusstoß. Meiner Meinung nach die doch stärkere Attacke. Ich weiß gar nicht, wie viel hier Lichtkanone macht. Ach so, Lichtkanone ist ja... Lichtkanone ist doch auch stark. Aber egal, ich mache jetzt Fokusstoß, weil der eigentlich voll reinfetzt. Der ist fast tot. Wir müssen nur... ganz klein, bitte. Und er ist tot. Null Problemo für den Ramses. In der Superliga bisher immer noch alle Kämpfe gewonnen. Können jetzt hier die Kapitelbelohnung wieder abholen. Da gibt es nochmal Massigstaub. Da gibt es Brutmaschinen. Da gibt es Sonderbonbons. Da gibt es Pokémon-Begegnungen, wie hier dieses heftige Schallquapp, was wir jetzt auch einfach eintüten. Und dann müsste es am Ende auch noch ein T-Shirt geben. Es ist ja noch ein Kapitel übrig. Meistens ist auf dem letzten Kapitel nur Belohnungen, man muss gar nichts mehr machen. Ich glaube, hier ist es aber anders. Das heißt, wir werden auch das Schallquapp mal, was wir hier gefangen haben, holen die Kapitelbelohnung von Kapitel Nummer 6. Dann können ja Kapitel 1, 2, 3 und 4 nämlich in den Streams nachvollziehen von der Hooper-Forschung, vom Hooper-Raid-Tag. Und Kapitel 5, 6 und 7 hier aus diesem Video. Und dann habt ihr auch die komplette Forschung gesehen. Hier ist ein Meditalis drin, das werden wir auch fix fangen, werden es auch noch kurz bewerten. Schauen, was das jetzt so bieten hat. 10, 11 und 14. Und kommen jetzt auf die letzte Seite, angeblich muss man ja nochmal einen Raid machen. Macht 3 Schnappschüsse von Keldeo. Ein Schnappschuss Pflanze, ein Schnappschuss Stahl, ein Schnappschuss Gestein. Ich glaube, dafür kann ich mich auch ins Auto setzen, denn ich habe für 15:15 einen Raid für Terrakium eingetragen, den ich machen wollte. Dann ist der zweite Raid wohl schon um. Ich setze mich mal ins Auto, ich fahre zur Arena, ich mache dann den Terrakium-Raid, den können wir vielleicht noch reinschneiden und machen dann die restlichen Schnappschüsse. So, ich bin jetzt hier beim Raid angekommen, aber der Raid dauert noch 15 Minuten, bis der aufgeht. Wir sollen jetzt auf jeden Fall einen Schnappschuss machen von einer Pflanze. Nehme ich mal das Zerude hier oben, gehe mal auf Schnappschuss, zeige euch mal das Zerude. Hier steht Stadtverwaltung, da machen wir mal ein Bild, fliehen hier oben, das müsst ihr jetzt dazu zählen, genau, dann einmal Typ Stahl. Stahl sind wir jetzt hier oben angekommen. Das ist die Arena zum tanzenden Löwen. Da wird gleich der Raid stattfinden. Dann nehme ich jetzt mal hier dieses Dialga. Mache hier auch ein Bild. Ein Schnappschuss. So. Ich weiß nicht, wieso der Ton jetzt so laut ist. Der war vorhin war gar kein Ton. Jetzt ist einfach Ton da.
Dann brauchen wir noch einmal Gestein. Dafür laufen wir hier rüber. So, sind jetzt hier drüben angekommen. Hier machen wir einmal Gestein. Hier seht ihr, hier ist auch geschmückt. Ne? Hier fette Kugel, alles. So ein richtiger Kranz, so ein richtiger Bogen. Wir nehmen dafür mal hier das Dispo da. Gehen da mal drauf. Machen ein Gesteins. Schnappschuss, so im Torbogen. Der sitzt einfach so in der Tür. Gehen hier auch zurück. Haben das jetzt fertig. Brauchen noch 3 Schnappschüsse von Keldeo. Dafür machen wir aber erstmal den Raid. Und erst wenn wir das Terrakium aus dem Raid gefangen haben, machen wir die Keldeo-Schnappschüsse. Ja. Da oben. Weil da oben ist der Marktplatz. Also am besten, sie gehen hier einfach die Treppe hoch und laufen einfach immer geradeaus. Da sind sie schon in der Marktstraße und da sieht man schon, dass da der Markt ist. Oder sie können auch hier vorne die Mauer lang und dann rechts hoch. Weil rechts da in der Mitte ist der Marktplatz. Bitte. So, wir sind jetzt hier angekommen beim Raid, beim Terrakium Raid. Und ich möchte mal kurz vorlesen, wer jetzt dabei ist, wer mitmacht. Samyang Buldak und Ramses bin ja ich, da bin ich da. Ichthudomo ist am Start. Rote Frucht und Rote Flucht. Jenaya, Skyfall, Borki, Matze, Jason, den habe ich aber nicht eingeladen. Exeni, Blood and Tears, Badhead, Duffy und Zimtstern. Zimtstern ist vor Ort. Wir hauen den jetzt mal hier so weg und dann gucken wir mal, ob es ein gutes ist, ob es ein Shiny ist. Und ja, dann machen wir noch die 3 Bilder von Keldeo. So, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Wir sind hier bei 270 Sekunden, schon unter der Hälfte. Der ist auf jeden Fall gleich weg. Ich habe jetzt die doppelte Chance sogar, ein Shiny hier noch zu bekommen. Wir haben heute im Stream auch nachgefragt. Ramses, wie viele Shinies hast du schon? Ich habe diesmal noch gar keins bekommen. Das ist erst mein 3. Raid, den ich von Terrakium mache seit der Rückkehr. Ich habe aber noch 7 Stück von damals rumliegen. Da sind bestimmt schon einige weggegangen. War bei über 300 Raids, die ich damals gemacht habe, bis ich dann nach 96 Lucky Trades mein 100er bekommen habe. Jetzt drücken wir mal fix hier durch. Wir wollen das ja alles nicht so in die Länge ziehen, was wir hier haben. Ramses, letzter Angriff, Matze, Stylish, Jenna, Freunde, Exeni, Raid-Kumpel, Duffy, Gigant, 18 Bälle, 18 Bälle, 26, 16, 26, 05. Den stecke ich mal kurz ein. Den müssen wir mal schnell fangen. Wir machen jetzt auch keinen Schnellfangtrick, also keinen. Wir warten jetzt nicht geduldig, bis er angreift. Wir werfen einfach die Bälle drauf, nicht wie beim Community Raid. Sondern wir kommen direkt raus. Obwohl, gut, jetzt können wir es so machen, weil er hat ja gerade angegriffen. Ist er selber schuld, wenn er angreift? Hätte er nicht angegriffen, hätte ich neu gecurved. Nochmal fabelhaft. Jetzt hat er frisch angegriffen, wir curven also wieder, versuchen wieder so zu werfen, weil das geht schneller jetzt. Da, 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 die, da, du. Großartig, wow. Wenn ihr Probleme habt, einfach fabelhaft zu treffen bei bestimmten Aufgaben, empfehle ich euch immer, macht einen Raid, einen legendären, meistens bei den legendären, schafft man es am einfachsten eigentlich einfach fabelhaft zu treffen. Gerade wenn ihr eine Aufgabe habt, 3-mal hintereinander fabelhaft, würde ich das bei so einem super genialen Terrakium empfehlen. So, also nicht so wie ich das gerade mache. Ich habe die Aufgabe nicht mehr. Ich will jetzt einfach nur schnell hier durchkommen. So, 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 so. Normalerweise brauchst du immer Geduld. Du brauchst immer Geduld bei dem Spiel, egal was du machst. So, wir haben den nächsten, der geht wieder daneben. Es ist auch mega kalt. Also kurze Hose am Start, aber die Hände sind total eisig. Vielleicht sollte ich mir zu der kurzen Hose mal noch Handschuhe besorgen, dass das irgendwie zusammenpasst, optisch. Neuer Trend. Handschuhe und kurze Hose. Der ist schon wieder rausgekommen. Wir haben immer noch 8 Bälle. Wir haben noch 7 Bälle. Wir haben noch 6 Bälle.
So, da ist er drin. Das ist übrigens auch, hätte man als Gesteins-Pokémon fotografieren können. Der ist jetzt nicht so gut. Es gibt 4 XL-Bonbons. 15, 12, 12, das ist nix. Wir müssen mal kurz auf das Keldeo. Keldeo. Und ich, diese Aufgaben verstehe ich sowieso nicht, weil du gehst hier hin und kannst jetzt einfach 1, 2, kannst einfach direkt 3-mal drücken und dann sind das 3 Schnappschüsse. Also die hätten auch hinschreiben können, mach 100 Schnappschüsse. Dann hättest du halt 100-mal gedrückt. Das müssen doch nicht mal verschiedene sein. Wir holen jetzt hier das noch ab. Es ist nochmal Staub überall raus. Hier gibt's jetzt noch eine Pokémon-Belohnung. Das ist ein Galapafloss, was natürlich shiny sein kann. Habt ihr schon shiny Galapafloss? Ich habe noch keins. Flapdrix habe ich 2 mittlerweile. Galapafloss fehlen mir noch 2 Shinies. Habe ich noch gar nichts. Ist ein schlecht. Gut, brauchen wir nicht. 2 Sterne. Holen jetzt hier hoffentlich noch unser T-Shirt ab. Und ziehen unser T-Shirt an. Keldeo-Bonbons. Können wir es gleich entwickeln. Ja, braucht man unbedingt ein Keldeo-Shirt? Ich meine, wie rennen wir gerade rum? Wir sehen doch fresh aus, aber die Karmesin-Sache ist vorbei. Wir gehen auf... Ich weiß nicht mal, wo man das drin findet. Einfach normal in Oberteile, ja? Hier, Keldeo-Shirt. So, und ziehen uns dieses fesche, blaue Keldeo-Shirt an. Das ist das Thumbnail, genau so muss das aussehen. So, momentan versuche ich mit Bisofang Bonbons zu erlaufen, dass ich das auch mal auf 50 ziehen kann. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr das Ticket gekauft? Habt ihr die Forschung gemacht? Habt ihr ein Keldeo gefangen? Habt ihr einen Kalea Weihnachts-Adventskalender mit Bier? Wie gut war euer Keldeo? Schreibt's mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.